Hallo Leute, Servus. Recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles. So, in der letzten Folge hatten wir ja den Kampf gehabt zwischen Mikael und Patroka. Haben wir ein paar Anläufe gebraucht, die waren gar nicht so einfach, muss ich sagen. Also, aber mit einem zweiten Heiler im Team ging das dann schon. Und danach ist uns eine neue Klinge erschienen, und zwar die Klinge Phelanoran. Oder irgendwie so, wie die heißen, denke ich mal. Und die hat gesagt, wir sollen doch, dass Praetor uns sehen will und mit uns sprechen möchte. Und ich bin echt gespannt, was uns jetzt dort erwartet. Bevor wir dort aber hinfliegen, wir sind gerade hier auf so einem Schiff, der sich über dem Wolkenmeer befindet, werden wir uns noch ein bisschen hier umschauen, wenn es denn geht. So, und es ist auch noch, Poppy hat anscheinend so eine zweite Form jetzt. Sieht jetzt ein bisschen anders aus, die gute. Und ich denke mal, dass sie auch mehr Kräfte hatte. Können wir da gleich mal reinschauen jetzt. Wir können jetzt auch übrigens, seit der letzten Folge können wir hier in unserem Charaktermenü können wir wechseln zwischen Mitra und Pyra. Dafür müssen wir nur die Y-Taste bestätigen. Und das sollte auch unter dem Kampf funktionieren. Also hat es mir zumindest gesagt. Jetzt müssen wir doch mal genau schauen, wie das genau funktioniert. Können wir da ein bisschen testen. So, ist hier noch irgendwie was? Kann man noch irgendwas machen hier? Genau, wir reden nochmal kurz mit denen. Das hat, glaube ich, eh keine Auswirkungen. Ist sie jetzt eigentlich auch bei uns im Charaktermenü drin? Ne, wir sind aktuell nur mit unserer Gruppe unterwegs. Ja, sie ist ein bisschen unsicher, was das Treffen angeht. Okay, dann reden wir nochmal mit ihr. Rex, es wird wohl noch ein Weilchen dauern, bis wir Indul erreichen. Und ihr seid sicher erschöpft nach all dem, was ihr in Mor Adin erdulden musstet. Vielleicht möchtet ihr euch etwas ausruhen? Ah, cool. Eine Mütze Schlaf wäre nicht verkehrt. Dann erholt euch gut, Rex. Wir haben bestimmt ein paar EP bekommen, auch, dass wir leveln können. Is it working? Yes. I can hear the blades' voices now. Come with me. Akos has found something very interesting. Very well. Hey, look at this. Temperantia. Rumor had it that Mor Ardain were conducting an excavation there. So, I thought I should check it out and, It's changed a lot, but this shape... That's a Judicium Titan weapon. Judicium? I know that name. Right. It was destroyed. A casualty of the Aegis War. And it's where the Flesh Eaters were created. Is that so? What now?
If it's a threat to us, it should be destroyed. Or we could make use of it. Damn it all! I can't believe this! Hello, Petroka. And a very good day to you, too. Don't tell me. No, don't worry about that. We got the goods, no problem. Well, that's something. So, why the temper tantrum? And that's how it went down. Long story short, we had to make a run for it. And you're sure it wasn't your ether field that was disturbed? A female blade from Indol. Jin, it's Haze. No doubt about it. Jin? Mikhail, how goes the work on the Marsanis? Oh, that's no problem. It'll take a little longer than I thought, but we'll get there. And Dakos, where's the Aegis right now? Near the Letherian Archipelago. She's on the move, maybe on a ship. Maybe they're heading for Indol. Hmm? Where are you? Temperatia. To buy some time. What about the Aegis? If that man gets into her head... Not happening. That's not how Mithra works. In fact, she'll be a big help to us. After all, only an Aegis can open up the path to the World Tree. Malos, there's a lot of work to be done on what we got from the Guild. You guys, stay here and help Mikhail. I'll go to Temperatia. Alone. Fine by me. Very well. Take care of yourself. That guy. Oh, die hacken wieder was aus, die Kameraden. Amazing. It looks like a mountain of clouds. The Letherian Archipelago. Indol is currently positioned beyond the cloud ridge. It would take quite some time to sail around. So we'll be traveling over land from here. I suppose not even a Titan ship could surpass such an obstacle. If we have to walk, we'd best get moving now. It's been a while. Must be 5 years. Rex, have you been here before? It's where I grew up. Me and Gramps are from Fonset Village. Just over the ridge here. I wouldn't have pegged you for Letherian. So this is your home. Schaut sehr nice aus. Ich schätze, dass wir auch wieder viel spielen müssen mit dem Wolkenmeer, mit dem Wolkenmeerstand. Letherische Inseln. Well, I guess it'd be quickest for me to lead the way from here. We just need to get over the ridge, right? Indeed. The delegation from Indol will meet us there. Roger that. We'll leave it to Rex. Lead the way! Ha ha! Don't get an inflated head. We're just following the islands, you know? Hey, it's still dangerous. There's a lot of tough monsters around these parts. Well, I won't deny that. So how are we going? What about Fonset? What about it? Will we pass it? I mean, we could go that way. Let's do it. I mean, let's visit your village. Okay, calm down. Someone's rather excitable. Not like normal, Pyra. I mean, don't you want to see the place where Rex grew up? Sure, but I'm not getting my ears in a twist.
Actually, that's not a bad idea. That route's probably one of the safest we could take. How about it? I'll leave the decision to you. Then let's do it! We'll head off as soon as we're ready. Yeah! Hey, what are you still doing here anyway? I volunteered to come along. I'm acting as a representative of the Empire. Is there a problem? No, not at all. The Praetorium has extended an invitation to the Aegis. We would not wish to conceal this information from the other nations. Oh, yes. That's the Praetorium for you. Impartial to the last, eh? Indeed. That's not a problem for you, is it, Nia? Sure, we're best friends now. I'll get over it throwing me in jail one day. Now, now, my lady. Morag and Brigid are on our side. That's much safer than the alternative. Yeah, yeah, I suppose. Come on, Nia, lighten up. It was all a big misunderstanding. They helped us out and everything, remember? You're such an idiot sometimes. I'm an optimist. Call it what you want. You're still an idiot. Ugh. Okay, fine. It's water under the bridge. Go on. Friends, yeah? Very well. Friends it is. Okay. Gehört es jetzt zu unserer Gruppe, endgültig oder nicht? Und nicht, dass er dann später wieder abhaut. Okay, wir nehmen sie jetzt mal mit. Ja, aber viel KP hat sie ja nicht gerade. Oh. Ist halt ein Tank, ja? Was machen wir? Komm, wir probieren es einfach mal. Ich hoffe mal, das können wir später wieder ändern. Regitta Hafen. Schauen wir mal, was sie alles hat. Können wir jetzt hier denn gar nicht... unsere Aufstellung ändern? As it should be. That wraps that up nicely. This is the culmination of years of training. As it should be. That wraps that up nicely. That wraps that up nicely. That wraps that up nicely. Hey, we didn't do half bad. Thank you.
Nice one! Okay, wir speichern mal. Und dann wollte ich eigentlich mal schauen mit den Söldneraufträgen. Söldnerstufe 1, ich glaube, ich müsste mal nach Uraya. Nee, warte mal. Ja, nach Uraya. Das werden wir gleich mal machen. Nach Garfond. Und dann schauen wir mal, ob wir mit irgendjemandem reden können, dass unsere Stufe steigt. Siehst du, wenn sich was verändert hat oder wir steigen wollen, dann sollen wir nochmal mit dem Typi da reden. Schauen wir doch mal. Genau, da hinten sehe ich noch das Fragezeichen. Tachin, wie ist es? Hallo, ihr kommt gerade richtig. Ich wollte mit euch über etwas reden. Erzähl euch weiter. Unsere kleine Söldnertruppe kommt immer mehr Auftrag. Wir brauchen mehr Leute. Das bedeutet aber, dass wir auch mehr Ressourcen brauchen. Wir benötigen Verpflegung, Medizin, Werkzeuge und Ausrüstung, um zu kampieren. Die Liste ließe sich beliebig lang fortsetzen. Um die wichtigen Dinge zu besorgen, bräuchte ich eure Hilfe. Wenn wir gut versorgt sind, können wir mehr Leute auf Mission schicken. Dann sitzen sie nicht tatenlos herum. Verstehe. Einzelheiten könnt ihr von Zu erfahren. Er ist unser Logistikspezialist. Ihr findet ihn direkt beim Lagerhaus. Roger. So. Ach, hallo, was hast du? Seltsam. Ist was? In letzter Zeit laufen die Söldneraufträge von Garmond immer schlechter. Garfond. Mal ist das zu vertreibende Monster schon besiegt, mal hat jemand benötigte Pflanzen vernichtet. So langsam müssen wir von Sabotage ausgehen. Mist, was nun? Diese Phänomene treten auf, seit sich die Zahl unserer Söldner erhöht hat. Vielleicht hat jemand mit den neuen Rekruten einen Saboteur bei uns eingeschleust. Ein unschöner Gedanke, aber wir müssen uns Gewissheit verschaffen. Am besten ohne, dass es irgendwem auffällt. Erlaube uns, dich in der Sache zu unterstützen. Da ihr Vanthems Mission fortführt, vertraue ich euch von allen hier am meisten. Also hört zu, wie ich mir die Sache vorstelle. Ich schicke euch mit den neu rekrutierten Söldnern auf Monsterjagdmissionen und dabei haltet ihr eure Augen offen, ob sich einer von ihnen verdächtig verhält. Soweit, so gut. Dann rufe ich mal drei Rekruten. So, alle da? Stellt euch bitte kurz vor. Ich bin Rex, ein Bergungstaucher. Schön, euch kennenzulernen. Name ist Damida. Schön, Freunde kennenzulernen. Ich bin Judith. Ich bin Artem. Ich habe eine Monsterjagdmission für euch vier. Es wurden 12 Stachel Unins gesichtet. Gefährliche Genossen, ihr müsst sie alle ausschalten. Das sind ganz schön viele. Ja, deshalb müsst ihr gut zusammenarbeiten. Keine Lust. Ich habe mich dieser Söldnertruppe angeschlossen, weil ich frei sein wollte. Ich will nicht mit Leuten zusammenarbeiten, wenn ich nicht weiß, wie gut sie sind. Entschuldigung, Judith. Bitte nicht Harmonie von Gruppe stören. Zusammenarbeit ist wichtig. Merkmal von Garfons Söldnertruppe. Teilen wir uns doch auf. Damida wäre noch nicht fertig. Denn Adiana, bist du gar nicht so dumm, Artem. Also, 3 Monster für jeden von uns. Aber wenn wir nicht zusammenbleiben, dann... Wenn wir uns aufteilen, können wir einfach mehr ausrichten. Na gut. Nach Besiegen von Monstern treffen alle bei Lager mit Blick auf Farlane-Gewässer. Gut, so machen wir es.
Roger. Sie reden von Freiheit, aber für mich klingt das eher nach Egoismus. Nein, den machen wir jetzt mal nicht. Ah, da seid ihr ja. Ich werde euch genau erklären, worum es geht. Um unsere Aktivitäten ausweiten zu können, benötigen wir Proviant für Reisen in weit entfernte Gebiete. Vor Ort kann man nicht immer etwas finden. Also müssen wir für alle Fälle etwas dabei haben. Früher hat sich Vanthem ganz allein um die Besorgung und Verwaltung von Vorräten gekümmert. Wir versuchen gerade, uns darüber klar zu werden, wie man das jetzt am besten regeln sollte. Es ist leider gar nicht so einfach, eine gute Lösung zu finden. Aber solange wir ohne großen Erfolg herumdoktern, gehen unsere Vorräte immer mehr zur Neige. Wir brauchen Nachschub, bevor wir mit ganz leeren Händen dastehen. Wenn ihr Zutaten besorgen und Proviant zubereiten könntet, wären wir also sehr dankbar. Was meint ihr? Kriegt ihr das hin? Verlasst dich auf uns. Sehr schön, ich werde dafür sorgen, dass ihr die Kochstelle auf dem kleinen Rastplatz benutzen dürft. Wenn ihr die Zutaten beisammen habt, könnt ihr dort dann die Mahlzeiten zubereiten. Roger! Wir zählen auf euch. Okay, knappe Vorräte. Haben wir anscheinend schon das Zeug gesammelt. Das wäre schon cool. Auf dem Zeug, ey. Juhu. Oh, sieht lecker aus. Okay, hätten wir das schon mal. Reden wir nochmal mit ihm. Es ist vollbracht. Dank eurer Hilfe haben wir vorerst mehr als genug Essensvorräte. Damit sind wir dafür gewappnet, mehr Söldner auf die Reise zu schicken. So, ich muss noch einiges im Lager regeln. Meldet ihr euch doch bitte bei Chu, ja? Okay. Prima, es kann nicht leicht gewesen sein, den ganzen Proviant zu besorgen. Hier freuen sich alle sehr darüber. Psst, seht ihr das? Brickett wird immer ein ganz klein bisschen rot an den Ohren, wenn sie bescheiden ist. Seit wir mit unserer Söldnertruppe auf uns allen alleingestellt sind, ist mir einiges klar geworden. Vor allem, wie viel Vanthem für uns getan hat, als er noch bei uns war. Es ist noch ein weiter Weg, bis wir seine Fußstapfen füllen können. Tut mir leid, ich hatte eigentlich nicht vor, hier groß herumzujammern. Immerhin konnten wir ja mit eurer Hilfe unsere Aktivitäten auswerten. Vielen Dank nochmal. In Zukunft sollten wir alle weiterhin unser Bestes geben, um Vanthems Werk fortzuführen. Wenn wir noch mehr benötigen sollten, werde ich es euch wissen lassen. Wir zählen auf euch. Sehr schön. Gewöhnliche Klingen und Aktivsäulen gestiegen. Neue Höchstzahl für gewöhnliche Klingen und aktive Söldeneinheiten gestiegen. Neue Söldneraufträge verfügbar. Okay, weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde jetzt resonieren. Und zwar mit ihm hier. Und zwar die normalen Kernkristalle. Vielleicht kriegen wir was Schönes raus, Leute. Okay, sowas beende ich gleich. Das sind bloß die normalen. Hm,
das Teil. Machen wir mal einen seltenen mit Mutverstärker. Schauen, was da rauskommt. Vielleicht kriegt der was Gutes. Klump. Komm, kriegst nochmal einen seltenen. Machen wir hier mal einen rein. Alle resonieren, Leute. Schon wieder so ein Scheiß. Komm, wir werden ihm jetzt die Vest geben. Oder ihr die Vest. Wir müssen dann eh noch mal schauen, ob wir Morag nicht irgendwie. I'm here to soothe your weary hearts. Ausrüstung geben für, dass er die Wut erhöht, wenn es schon unser Tank ist. Okay, ist ein Heiler, das ist sehr gut. I will attend to your every need. At least die werden wir dann aber auch gleich noch skillen. Also ich hatte vor ein paar Tagen auch, glaube ich, 39 Kristalle und habe da drei Klingen rausbekommen. Drei selten, also legendäre. Ja, wir haben kein Glück, glaube ich. Aber wir haben ja doch ein paar. Thank you.
Wir haben kein Glück, Leute. That's very kind of you. Bevor er den Platz leer hat, geben wir ihm noch einer. So, zwei Klingen noch und dann ist es auch schon wieder rum. Ich glaube, da habe ich schon insgesamt um die 50 so eine Kristalle resoniert. Insgesamt drei rausbekommen. So, letzter. Jetzt komm, zieh noch mal einen raus jetzt. Nee. Die müssen wir aber ausrüsten. Ne, den Blitzklinger haben wir schon. Okay, den rüsten wir nicht aus. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir machen wir jetzt einen Cut und in der nächsten Folge, wo ist es? Werde ich mit der Quest hier weitermachen? Oder wir probieren es jedenfalls mal, ob wir die lösen können. Finde den Saboteur. Gut, Leute, bleibt auf jeden Fall dran. Nächste Folge wird sehr spannend. Ich freue mich schon drauf. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Genau, bis dahin. Ciao, ciao. Euer Andi.